So, der Kaffee läuft. 6.18 Uhr, Donnerstag, der 28. Februar mit Episode 19 von Daily Daily Tommy. Was steht heute auf dem Plan? Letzter Tag im Februar, muss man nochmal ein paar Angebote, muss man nochmal nachfassen. Ne? Wie sieht's aus, Freunde? Ne? Dann ist heute noch Geburtstag. Da muss ich heute Abend noch hin, deswegen mal gucken, wie es morgen früh mit dem Laufen aussieht. Und ansonsten heute, ja, schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Jetzt geht's los, Daily Daily Tommy, Episode 19, viel Spaß. Eine Sache kann ich euch noch sagen, wer es noch nicht gesehen hat, kam jetzt ja schon, heute kam das Video von Lulu beim Kinderkarneval, wir sind eingeladen gewesen letzten Sonntag und waren beim Kinderkarneval, so ganz viel Material vom Karneval konnte man nicht machen, aber bei so vielen Kindern, dann hättest du so viel pixeln müssen, ja, wir rennen ja nicht mit dem Zettel rum und sagen, alle bitte einmal unterschreiben, ja, ist ja Kinder und so, da darf man das ja nicht, ihr wisst es, DSGVO. Ja, das kam heute und Samstag kommt alle, nicht alle, aber viele Fragen und Fragen, wann kommt das nächste Fanpost-Video? Jetzt kann ich es verraten, am Samstag. Das haben wir auch noch fertig gedreht und ja, dann kicken wir mal, was wir noch so machen heute. Jetzt gibt es erstmal gleich einen Kaffee, wenn auch durchgelaufen ist. Und ich glaube, am Wochenende machen wir noch ein lustiges Video. No? So, das kann ich dir auch mal zeigen. Das sind noch die Reste der Fanpost. Hier sind überall die ganzen Adressen, wo wir denn noch eine Autogrammkarte hinschicken. Denn, ihr wisst es ja, alle, die uns Fanpost schicken, werden in dem Video gegrüßt und bekommen auch eine Autogrammkarte. Das Porto zahlen wir selber. Jo. Es sei denn, die legen eine Briefmarke mit rein. Fordern wir nicht an, machen aber manche. Aber die meisten nicht. Ist aber auch nicht schlimm, weil wer uns Fanpost schickt, der hat es auch verdient, dass wir eben eine Autogrammkarte schicken auf unsere Post. Unsere Meinung. So. Und da habe ich es doch wieder vergessen gestern. War ja klar, ne? Aber so viel zu tun, dann noch auf dem Geburtstag gewesen. Also gibt es heute Episode 19 und 20 mal wieder in einem. Und zwar heute Abend. Vor dem Dortmund-Spiel. Vielleicht gehe ich da ja nochmal live. Mal gucken. Dortmund heute in Augsburg. Ich höre gerade nichts, muss ich aber ja auch nicht. Ich erzähle ja nur was, denn ich habe hier gerade wieder. Der Leon spielt ein bisschen Golf hier. Ja, AVWF hier, Neurocoaching. Dazu, wer Infos haben will, einfach auf avwf.de einfach mal googeln. Ja, sind jetzt schon fast, das wievielte Mal, das ist jetzt 7. oder 8. Mal, wo ich das mache. Hat was mit Leistungssteigerung zu tun, mit Konzentrationsfähigkeit und so weiter und so weiter. Wie gesagt, einfach mal googeln, dann wisst ihr, was das ist. Ja, und ansonsten ist ja Freitag. Und ich hoffe, ich denke heute Abend dran, dass ich das Video auch hochlade. Naja. Lachen. Jetzt darf ich lachen. Die Kinder haben mir nämlich... Die sind gerade aus dem Actionmarkt wiedergekommen. Ich brauche eine Brille. Und haben mir auch eine schöne neue Brille mitgebracht. Und der Leon, der ist jetzt unter die Sportschützen gegangen. Der hat nämlich eine Nerf. Bam, bam. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass... Mach das nochmal. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da noch eine Challenge mitmachen. Die geht nämlich ab. Die hat Feuer. Da kann man zwar nur ein Nerf-Pfeil in Anführungsstrichen, hier diese Schaumstoffdinger, reinmachen und muss oft nachladen. Aber du hast viele, ja. Und die... Die zimmert richtig ab. Zeig mich mal. Ich glaube schon. Der fliegt.
Cool. Guck, das sieht auch lustig aus, oder? Boah. Da ist er wieder. Und um die Zeit zu füllen, hier ein paar lustige Snapchat-Filter. Den kennt er ja schon, nicht wahr? Das Lustige ist ja, jetzt hört ihr die Stimme ja gar nicht, ne? Wie das sonst so ist. Hangman brauchen wir nicht, aber der ist auch cool, oder? Ach, das war jetzt ja nur ein Foto. Kann man ja mal so machen, ne? Naja. Hat auch was, oder? Aber ich glaube, ich nehme die Snaps jetzt einfach auf und hänge sie euch genau jetzt ans Video. Weil es ist ja viel lustiger, wenn ihr das direkt mit Sprachverzerrer, Stimmenverzerrer oder was auch immer seht. Und heute Abend geht's noch auf eine Party. Da bin ich das Häschen. Ich würde sagen, ein Friseur fällt aus demnächst. Mache ich mir einen schönen Schmalzlockus hier. Tja, und ein schönes Thumbnail brauchen wir ja auch, ne? Ja, weil, was ist das da für ein Scheißdreck da mit diesem Snapchat? Das braucht doch auch keinen Schnitt. So, Herrschaften, und nachdem der Junge eben mit einer Nerf wiederkam und ich gesehen habe, wie geil die doch ist, sind wir natürlich nochmal losgefahren und haben noch eine zweite davon gekauft. Und noch eine dritte! Man muss ja auch mal eine kleine Familienschlacht machen, ne? Ein Family Battle werden wir morgen oder die Tage mal machen. Dann werden wir uns ein bisschen mit den Nerfs abballern. Aber das mit der tut weh. Ja, man soll ja nicht ins Gesicht schieben. Vielleicht schießen wir auch auf Dosen. Mal gucken. Auf Cola-Dosen oder so? Ja, wir gucken mal. Da wird ein schönes Battle geben, wa? Ist auch schön mit der Möhre im Mund. Ja, klar. Demnächst. Auf dem Kanal hier. So, und nach einem schönen kleinen Battle, also nicht richtig, nur so ein bisschen geübt. Ich weiß, es ist spiegelverkehrt, aber hier steht Webers Grillbibel. Und da wir morgen Besuch kriegen und ich mich ja nicht lumpen lassen will, wenn da so ein 3-Sterne-Chefgriller hier hinkommt zu uns, muss ich jetzt natürlich raussuchen, was wir Feines da morgen denn auf den Grill werfen. Gucken wir mal. So, ich kann das auch lesen. Nee. Jo. So, wie klingt das? Rinderfilet in Kräuterkruste mit Weißwein-Sahnesoße. Also ich finde, das klingt lecker. Und das sieht auch super aus, ne? Mhm. Wollen wir das morgen grillen? Mhm. Aber es ist erst Winter. Es ist kein Winter, es ist Frühling. Wir gucken mal. Ich denke, das Rinderfilet in Kräuterkruste mit Weißwein-Sahnesoße steht oben auf der Liste. Aber ich werde es natürlich noch nicht verraten. Morgen mehr. Tö, das war jetzt also der Daily Daddy Tommy Episode 19 und 20. Gucken wir mal, ob wir das morgen wieder richtig hinbekommen. Tö. Und vielleicht mache ich nachher noch einen Livestream, müsst ihr einfach mal gucken. Ansonsten sage ich bis morgen oder so und schönes Wochenende.